herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Ich bin so oft gefragt worden, ob ich nicht mal etwas machen könnte in diesen kleinen Varoma-Förmchen. Ich habe die immer nur, wenn ich halt kleine Desserts machen möchte und die hübsch anrichte. Ne? Dafür sind die richtig klasse, aber ich möchte mit euch heute was fürs Brunch machen oder etwas fürs Frühstück, und das sind Œuf Cocotte. Die werden so benannt nach der Cocotte-Form, in der sie normalerweise hergestellt werden. Und ich will gar nicht so viel verraten. Ich zeige euch einfach die Zutaten. Für die Œuf Cocotte brauchen wir 40 Gramm Parmesan, 120 Gramm Champignons. Ich nehme gerne die braunen, weil die sind einfach, die schmecken erdiger, die sind kräftiger, würziger. Und dann brauchen wir vom Olivenöl 20 Gramm. 6 Teelöffel Crème fraîche, Salz, Pfeffer zum Würzen und Eier, 6 Stück der Zahl. Dann brauchen wir noch einen halben Bund Schnittlauch, das sind 5 Gramm. Ich habe jetzt hier Tiefkühlware genommen und 500 Gramm Wasser. Was wir noch brauchen, sind 6 Förmchen. Und zwar habe ich jetzt hier die Varoma-Förmchen mit den Deckeln. Falls ihr die nicht haben solltet, ist das kein Problem, dann könnt ihr hitzebeständige andere Förmchen nehmen und macht euch dann nachher Frischhaltefolie die drauf, die auch hitzebeständig ist. Die werde ich euch unten mal verlinken, falls es die bei euch im Laden nicht gibt. Aber eigentlich sind die in jedem gut sortierten Supermarkt erhältlich. Wir nehmen jetzt die 40 Gramm Parmesan, machen den in unseren Mixtopf. Ich hole mir einen Augenblick meinen Mixi-Meiser dazu, dann bleibt das nämlich alles schön unten. Kann ich mir nämlich nachher auch das Ausspülen sparen. Deckel aufsetzen. Wir zerkleinern das 6 Sekunden auf der Stufe 8. Schaut mal, so schön zerkleinert ist das Ganze, und das fülle ich mir jetzt um. Die Champignons, die schneide ich mir jetzt in Scheiben. Die größeren schneide ich so einmal halb durch. Die Pilze gebe ich in den Mixtopf. Wie gesagt, habt ihr den richtig gut ausgekratzt vom Käse her, dann müsst ihr den noch nicht einmal ausspülen. Und zu den Pilzen kommt dann unser Olivenöl, und zwar 20 Gramm. Dann wollen wir das dünsten, und zwar 7 Minuten lang. Ich weiß nicht, warum er das macht. Manchmal, wenn ich hier drehe, dann springt er immer wieder ein Stückchen zurück. Seltsam. Obwohl, da steckt nichts hinter. Das ist alles sauber. Da war es schon wieder. Varoma. Und dann Linkslauf nicht vergessen, sonst haben wir Mousse Stufe 1. In der Zwischenzeit nehme ich die Varoma-Förmchen und nehme einen Silikonpinsel und streiche mir die innen mit Butter aus. Das Creme fraiche schön aufrühren. Und dann jeweils einen Teelöffel auf den Boden der Form. Das verteile ich dann so ein bisschen unten am Boden der Form. Ne? Mach das dann bei allen. Die Pilze sind fertig. Schaut mal. Und ich habe natürlich jetzt mein Garkörbchen nicht rausgeholt. Steht hier im Schrank hinter der Kamera. Deswegen gebe ich die jetzt einfach durch ein Sieb und damit sie ein bisschen abtropfen können.
Man denkt ja am Anfang, oh, die ganzen Pilze, die passen doch nie in die Varroa-Förmchen. Ja, von wegen, wenn die so gedünstet sind, fallen die ja zusammen. Und das verteilen wir uns jetzt auf die Varroa-Förmchen. Schaut mal, auch hier schön verteilt am Boden. Und das wollen wir jetzt ein bisschen salzen. Und ein wenig Pfeffer. Und da kommt jetzt in jedes Förmchen ein Ei. Auch das wird wieder gesalzen. Und gepfeffert. Ich gebe jetzt hier ein bisschen Schnittlauch dazu. Ungefähr die Hälfte verteile ich da drauf. Und dann der Parmesan. Auch so ein Teelöffel. Und wieder ein bisschen frisches Schnittlauch drüber. In meinen Mixtopf gebe ich 500 Milliliter Wasser. Ich gieße immer schon kochendes Wasser in den Topf. Dann habe ich es direkt schneller auf Temperatur. Meine Varroa Förmchen verschließe ich, falls Sie irgendwelche anderen Förmchen benutzt, die jetzt bitte mit hitzebeständiger Frischhaltefolie abdecken. Die setze ich mir dann einfach in meinen Varroa. Bitte schön, passen genau rein. Deckel aufsetzen, den Mixtopfdeckel aufsetzen, Varroa und dann geht's auch schon los. Und das wird gegart 20 Minuten lang. Auf Varroa, Stufe 1. Dann holen wir uns den Varroa runter und lassen das ganz kurz ein bisschen abdampfen, damit wir uns nicht die Finger verbrennen. Ich tupfe mir die dann immer so ein bisschen mit Küchenkrepp oben ab. Und dann hole ich die raus und setze mir die auf ein Holzbrettchen kurz, damit die sich ein wenig akklimatisieren können. Wenn ihr der Unterschied nämlich zu kalt ist von den Oberflächen, dann habe ich Angst, die würden mir platzen. Dann schauen wir uns mal eins an. Das ist noch sehr heiß. Schaut mal, so sieht's oben drauf aus. Der Parmesan ist schön geschmolzen und schaut mal, das Ei von innen. Ha? Wunderbar. Schaut mal. Ist natürlich noch sehr heiß, muss ich aufpassen, dass ich mir Schnäuzchen nicht verbrenne. Oh. Boah, ist das lecker. Unfassbar. Unfassbar lecker. Leute, mit dem Salz
ein bisschen vorsichtig sein, so wie ich. Ich habe also nicht so viel Salz drauf gemacht, weil unten auf das Ei, ne? Und auf die Champignons, weil natürlich auch der Parmesan schon salzig ist, aber oh, das ist so lecker. Oh Mann. In 3 Tagen bekomme ich einen afrikanischen Geschäftsmann zu mir zum Brunch. Mein Mann hat mich gefragt, ob ich nicht ein schönes Brunch machen könnte. Ich weiß nicht, ob er Eindruck schinden will oder ob er einfach Geld sparen will, weil wenn ihr das da macht, ihr braucht echt kein Frühstücksrestaurant mehr. Das ist sowas von schweinelecker und das werde ich an dem Tag definitiv auf den Tisch zaubern. Diese Förmchen halten auch noch recht lange warm, also das ist gar kein Problem, ne? Also ich bin begeistert, die wird es definitiv bei mir jetzt öfters geben. Die Eier sind einfach nur perfekt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbereiten und bleibt neugierig bis zum nächsten Rezept. Eure Claudia. Ciao!